Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch eine Rezension und zwar ist es Luis und Lena, die Zahnlücke des Grauens. Und ich muss sagen, ich fand die Geschichte wirklich, wirklich richtig süß gemacht und auch in drinne die Aufmachung erstmal, die ist wirklich wunderschön. Es sind zwei CDs und ich muss sagen, es ist wirklich kindergerecht gemacht. Es ist natürlich eine Kindergeschichte, wo man mindestens 10 Jahre alt sein sollten, weil für Jüngere ist es, glaube ich, noch zu viel, auch sich das Ganze vorstellen zu können, weil unser Hauptprotagonist Luis, kommt in die 5. oder 6. Klasse und ja, der hat die ganze Zeit mit seiner Mutter in Berlin gelebt und seinen Eltern, haben sich aber auseinandergelebt und seine Mama, die hat, sich dann neu beworben und wurde halt in Bayern, hat sie dann irgendwo ein Stellenangebot bekommen und daraufhin ziehen sie halt nach Bayern. Luis findet das Ganze jetzt natürlich nicht so toll, weil er muss seine ganzen Freunde daheim lassen und ihm nervt das Ganze eh schon an. Und dann hat er sich aber wenigstens vorgenommen, richtig, richtig cool und gelassen sich neu vorzustellen und den coolsten Spitznamen ever zu bekommen. Und ja, er will sozusagen als cooler dastehen und nicht als Loser, als Wissenschaftler-Freak. Und ja, er hat sich auch einen wunderschönen Plan schon ausgedacht, dass er die coolsten Klamotten, die er hat, anzieht und dann einfach sagt, Mama, okay, ich gehe jetzt in die Schule. Und er hat sich auch schon Text überlegt, wie er sich vor der Klasse vorstellen will, so richtig, richtig cool. Aber dann kommt natürlich alles anders und die Mama sieht dann, wie er natürlich in die Schule gehen will. Und jeder, der selber Mama ist, kennt es. Man meckert rum, man sagt, nein, da wirst du frieren oder nein, das ist viel zu warm. Und man zieht das Kind natürlich dann wieder um und sagt, komm, jetzt zieh das an, das ist viel, viel besser für dich. Man meint es als Mutter natürlich auch nur gut. Und ja, so muss er dann auch mit einem Helm auch noch in die Schule mit dem Fahrrad fahren und ja, und dann blamiert er sich auch noch und hat natürlich dann den Spitznamen des Grauens. Er heißt nämlich verkehrsbewusst oder also irgendwas, Sicherheitsfreak oder irgend sowas war es, kriegt er dann und er ist natürlich total genervt und dann sitzt er auch noch neben ein Mädchen und also das ist wirklich, wirklich für ihn der schrecklichste Tag ever gewesen. Er muss nämlich neben Lena sitzen und ja, und er hat nämlich schon mitgekriegt, dass auf der Schule sozusagen eine Gang, ja, die richtig cool rüberkommt, die herrscht dort nämlich die Schweine, irgendwas mit Schweine, die Dreckschweine oder irgend sowas, die, ja, die treffen sich halt und die machen halt so coole Sachen, die Wildschweine waren es, so hieß die. Und die treffen sich natürlich im Winter zum Eishockey spielen und im Sommer zum Fußball spielen. Also das ist so eine Gang, die halt zusammen verschiedene Sportsachen macht und die halt sozusagen die Größten und die Coolen auf der Schule sind. Und Luis denkt sich, cool, ich will ein Wildschwein werden. Ich will da unbedingt mitmachen. Und ja, so begibt er sich zum Eishockey und sieht natürlich wie die Eishockey und gibt sein ganzes Erspartes für so eine Eishockey-Rüstung, Ausrüstung aus und ist so mega happy und stellt sich das so richtig cool vor. Und ja, er will natürlich nicht sagen, dass er natürlich überhaupt keine Ahnung von Eishockey hat und auch überhaupt nicht Eishockey laufen kann, geschweige denn Schlittschuhe oder weiß, wie das ganze Spiel abläuft. Das hat er natürlich, will er das Ganze so umspielen und will sich da total cool geben, weil so schwer kann das ja nicht sein. Es sieht ja so easy peasy aus bei den anderen. Und ja, so passiert es, dass sie halt sagen, ja okay, komm, kannst bei uns mitspielen. Und ja, schon beim ersten Versuch passiert es, Luis verliert einen Zahn und auch noch einen vorderen Schneidezahn, also wo man es sofort sieht. Und ja, er ist darüber jetzt natürlich nicht so begeistert und ja,
Dann begegnet ihm an dem Abend, weil die Wildschweine wollen diesen Zahn natürlich als Andenken auf ihren Podest stellen, wo sie halt Trophäen und das ganze Zeug aufgestellt haben, wollen sie sozusagen als Andenken an diesen Tag, an dieses Erlebnis, wollen sie diesen Zahn behalten, natürlich dann den Zahn und geben ihn Louis natürlich nicht wieder. Und ja, es tut weh. Und ja, dann ist es halt so, dass abends eine Zahnfee auftaucht. Und Louis sieht diese Zahnfee und spricht mit ihr. Und ja, diese ganze Sache ist natürlich mega lustig gemacht, weil man kann sich das Ganze so vorstellen. Man kennt ja sicherlich Zahnfee auf Probe mit Rock Johnson und so in die Richtung geht es ungefähr. Und ja, die Zahnfee und Louis und dann noch Lena, die natürlich da auch noch sich mit Louis ein bisschen anfreundet und ja, mit ihm sich sehr gut versteht. Und ja, also für jeden Fall richtig, richtig gut gemacht. Und also meine Kinder waren wirklich so begeistert und ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, das Buch, ich habe es mir aufgeschrieben, hat 208 Seiten, also es ist wirklich kein dickes Buch und es ist natürlich auch genauso hübsch illustriert wie das Hörbuch, finde ich richtig toll, weil die Zahnfee ist nämlich eine Rüst dickliche Zahnfee, die gerne Süßigkeiten mampft, obwohl sie eigentlich die Süßigkeiten den Kindern unter das Kopfkissen legen soll, als Austausch des Zahns. Und ja, also eine wirklich richtig zuckersüße, lustige und für junge Teenies, sage ich jetzt mal so, für 10, 12-Jährige, 10, 11, 12-Jährige auf jeden Fall. Richtig lustig gemacht und ja, da ist auch viel mit Freundschaft, mit Zusammenhalt, ja, auch mit Umzug oder so, wenn man gerade einen Umzug durchgemacht hat, dann ja, fühlt man sich ja auch so alleine und man denkt so, alles ist blöd, alles ist neu, ich habe gar keinen Bock. Und ja, also richtig, richtig zuckersüß gemacht und dann noch mit dieser Fee, also. Einfach nur richtig goldig. Es ist auch spannend gemacht, weil Louis versucht natürlich dann mit der Lena zusammen irgendwie an seinen Zahn wieder ranzukommen. Was natürlich auch eine richtige Herausforderung ist, wenn man wirklich total unsportlich ist, hoch 10. Und ja. Also hier sieht man auch Lena und das ist der einzigste freie Platz neben ihr. Da sieht man Louis und ja, da ist auch die Zahnfee. Da sind die Wildschweine und ja, also auf jeden Fall ein Hörerlebnis hoch 10. Uns hat es wirklich richtig Spaß gemacht. Ich habe es mit meinen Kindern zusammen gehört. Sie waren total begeistert. Sie haben es wirklich auch am Stück gehört, weil sie konnten es nicht ruhen lassen. Und das Ganze wird gelesen von Martin Baltscheid. Baltscheid? Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ja, auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall rein. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Verlinke ich euch auch das Buch. Da, falls ihr sagt, nö, Hörbücher ist jetzt gar nicht so für mein Kind, da verlinke ich euch auf jeden Fall auch das Buch. Da könnt ihr euch da auch nochmal angucken. Und ja, auf Amazon sieht man auch, da sind so ein paar Illustrationen mit dabei. Also richtig, richtig toll gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!